herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Uli und ich möchte euch meinen Urz 220695 heute vorstellen. Es ist bei mir der Urz geworden, weil ich 2018 meinen ersten Roadtrip gemacht habe, damals noch mit einem Ford Galaxy, und habe an der Art zu reisen meinen Spaß gefunden. Habe in Norwegen stellenweise feststellen müssen, dass man mit einem normalen Straßen-Pkw nicht weit kommt. Deswegen sollte es ein Allradfahrzeug sein. Es sollte genügend Platz innen drin sein, aber er muss auch alltagstauglich sein, weil das ist auch mein Daily Driver. Ich habe kreuz und quer geguckt, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo auch innen drin das Platzangebot so groß ist, wie ich mir das gewünscht habe. Aber die meisten sind einfach schon aus Kostengründen ausgefallen oder halt irgendwelche technischen Probleme. Und dann habe ich im Internet, auf YouTube auch hier den Bus entdeckt und habe angefangen, mich schlau zu machen. Das Fahrzeug hat eine Länge von 4,40 Meter. Ist damit eigentlich auf Golfniveau. Die Breite ist innen drin 1,80 Meter, also außen noch knapp unter 2 Meter. Im Innenraum die nutzbare Länge für den Campingausbau ist mit 2,80 Meter für die Außenlänge extrem gut. Und angetrieben wird er von einem ziemlich modernen russischen ZMZ-Motor mit 2,7 Liter Hubraum. Als 16-Ventiler, aber mit nur 112 PS. Deswegen läuft der Motor in einem sehr angenehmen Drehzahlniveau und ist auch auf längeren Strecken angenehm leise innen drin. Das ist ein normaler Benziner, soll angeblich auch E10 vertragen. Der Verbrauch liegt so, wie er jetzt hier steht, also ohne irgendwas auf dem Dach drauf, bei ziemlich genau 11 Liter auf langer Strecke, aber gemütlich gefahren. Reisetempo liegt im Normalfall zwischen 90 und 100. Hier der Urz ist das Sondermodell für, ich glaube, es waren 60 Jahre. Wurde dann rausgebracht. Der hat die Zweifarbenlackierung. Der hat Sitze, die sind extra nochmal wasserabweisend beschichtet. Der hat hier hinten Schiebefenster anstelle von Ausstellfenster. Der hat im Gegensatz zu den einfacheren Modellen nur noch einen Schlüssel für Türen und Zündschloss. Bei den einfacheren Modellen sind das zwei verschiedene. Dann hat der hier verstärkte Achsen von Dana Spicer und hat in der Hinterachse eine schaltbare Differentialsperre. Das Fahrwerk ist serienmäßig. Ich werde es auch serienmäßig lassen. Eventuell habe ich gesehen, gibt es im Zubehör eine Verstärkungsfeder für die Hinterachse. Aber einen kompletten Fahrwerksumbau mit Höherlegung und so weiter werde ich nicht machen, weil ich bin der Meinung, er hat genug Bodenfreiheit, Böschungswinkel, Rampenwinkel, kann er schon verdammt viel. Und wenn ich an Ecken komme, wo das nicht mehr reicht, dann habe ich mich vertan, dann suche ich mir einen anderen Weg. Das Nachrüstfahrwerk für die Höherlegung soll auch extrem hart sein. Das heißt, dann geht auch Fahrkomfort verloren. Und andersrum gibt das natürlich auch ganz andere Schläge auf Radlager, Achsschenkelbolzen und die ganzen Antriebsgeschichten. So, das Auto hat vorne und hinten Blattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern. Die Serienabstimmung finde ich eigentlich recht komfortabel, was halt einen Unterschied macht. Man sitzt hier direkt über der Achse. Und dadurch bekommt man die Schläge oder Bodenwellen viel mehr mit, als wenn man jetzt hier hinten ist und das ist eine Wippe. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das vollkommen in Ordnung. Mit 2,4 Bar Luftdruck bügeln die Reifen schon die harten Stöße weg. Als Reifen sind aktuell drauf die BF Goodrich ATs als 245 70 16er. Das ist die größte Reifengröße, die laut COC-Papiere ohne Eintragung drauf geht. Der Antriebsstrang bei dem Bus, das ist ein klassischer zuschaltbarer Allrad. Das heißt, im Normalfall auf der Straße fährt man im 2WD mit Heckantrieb. Wenn man dann den Allrad zuschaltet, hat man auch praktisch in der High-Gruppe den Allrad. Das heißt, man kann die normalen Geschwindigkeiten fahren, was für Schotterpisten oder sowas möglich wäre. Dann hat man die Option, wenn es kniffliger wird, noch die Geländereduktion einzuschalten.
dann wird er im fünften Gang vielleicht noch maximal 70 laufen. Und wenn dann aufgrund von Verschränkungen oder so kein Vorankommen mehr ist, hat man immer noch die Option, hier die Differentialsperre der Hinterachse zuzuschalten. Und die verhindert dann, dass eins der Hinterräder durchdreht. Und damit bekomme ich die komplette Kraft auf das eine Rad, was am Boden ist, und kann mich dann weiter beispielsweise den Hang hochschieben. Im Außenbereich wollte ich auch einen Teil der Bordelektrik haben. Zum einen habe ich hier den Magnetverschluss, an dem ich das Solarpanel außen anschließen kann. So muss ich kein Kabel irgendwie durchs Fenster oder so reinführen. Und hier habe ich noch einen normalen 12-Volt-Anschluss mit ganz normal einmal 12-Volt-Steckdose, einmal 12-Volt-USB, dass man auch im Außenbereich mal was laden kann. Und da sind hier hinten Magnete drin, damit das Ganze auch schön an der Karosse hängen bleibt und nicht irgendwo auf dem Boden rumliegt. Die Markise ist eine ganz normale Sackmarkise, gibt es von vielen verschiedenen Herstellern. Montiert ist die jetzt hier. Dies ist ein Halter, ursprünglich gedacht für einen VW-Bus T3. Mit ein klein bisschen mit der Flex nacharbeiten, konnte ich den hier wunderbar anpassen. An dem Halter ist eine Abziehlatte aus dem Baumarkt. Es gibt kein günstigeres Aluprofil in der Größe und deshalb ist es dann so eine Abziehlatte geworden. Und auf der Abziehlatte oben ist eine Keterschiene drauf genietet, wo man die Sackmarkise einziehen kann. Da bei uns im Haushalt auch diverse Anhänger sind, war von vornherein klar, dass ich die Anhängerkupplung dazu bestellt habe. Ziehen darf man so mit dem 2 Tonnen, aber Problem bei der Geschichte ist gewesen, dass mit der Montage der Anhängerkupplung hinten der Bergepunkt auch abgeschraubt wurde. Und eine Anhängerkupplung ist als Bergepunkt eigentlich nicht geeignet. Und aus dem Grund habe ich mir dann hier hinter der Stufe schön versteckt einen ordentlichen Zoopunkt gebaut. Ist ein bisschen überdimensioniert, aber dafür bekommt man auch die Softschäkel wunderbar rein und raus. Ich habe dann auch relativ schnell noch hier vorne Freilaufnarben montiert. Hat für mich den Vorteil, zum einen läuft beim normalen Fahren auf der Straße der vordere Antriebsstrang nicht mit. Und zum anderen kann ich hier die Räder von der Antriebswelle entkoppeln. Und so kann ich dann im Prinzip mit zugeschaltetem Allradantrieb, der hier vorne aber nicht mehr ankommt, auch auf Asphalt fahren. Und wenn ich dann in die Geländereduktion gehe, dann kann ich auf Asphalt schön langsam fahren, um Anhänger zu rangieren. Das hat für mich einen riesen Vorteil, vor allen Dingen schont es die Kupplung, weil man bei rückwärts am Berg muss man gar nicht mit der Kupplung arbeiten, sondern kann den im Standgas rückwärts den Berg hochrollen lassen. So, jetzt habe ich außenrum schon einiges erzählt. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, was hier innen drin alles passiert ist. Natürlich habe ich, nachdem ich mir den Bus gekauft habe, auch in YouTube viele Videos angeguckt, wie die Leute ihre Busse einrichten. Aber da war irgendwie nicht das dabei, was mir wirklich gut gefallen hat. So habe ich dann mein eigenes Konzept entwickelt. Und dabei war mir unter anderem wichtig, dass ich hinten auch noch Leute mitnehmen kann. Aus dem Grund habe ich da noch einen originalen Sitz. Und hier habe ich noch einen originalen Sitz mit Sicherheitsgurt. Also aktuell kann man hier in dem Bus zu viert fahren. Hier vorne, das ist mein Küchenblock. In dem Küchenblock habe ich die wichtigsten Sachen drin. Das sind meine Gewürze, Weingläschen, die man braucht. Hier ist komplett Geschirr und Besteck für 4 Personen drin, plus halt an scharfe Messer und was man sonst noch so alles braucht. Weiter unten ist noch ein 2 Liter Weithalsflasche, die ich mir zum kleinen Warmwassergerät umgebaut habe. Das lässt sich dann hier per Knopfdruck einschalten. Und wenn man dann mal schaut, oben aktuell sind 24 Grad sind die Wassertemperaturen, bis 35 Grad soll er aufheizen. Hier oben ist der Kocher. An den Kocher muss ich hier einen Spannverschluss öffnen. Komme ich dran, wenn ich die Spüle nach hinten schiebe. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, mir hier meinen Kaffee zu kochen. So, bei der Spüle
bin ich auch mal eigene Wege gegangen. Es gibt wunderschöne Waschbecken im Campingzubehör und sonst wo, die richtig viel Geld kosten. Das hier ist im Prinzip eine Salatschüssel aus einem 1-Euro-Shop, hat aber 3 gekostet. Schön sauber hier oben in die Fläche mit eingeklebt. Der Wasserhahn, das sind ganz normale Rohre aus dem Sanitärbereich. Der Wasserschlauch ist hier komplett durch den Hahn durchgeführt. Und hier vorne ist ein Perlator dran, wie bei einem normalen Waschbecken. Weil häufig hat man das so, dass bei den Wasserhähnen aus dem Campingzubehör, dass das Wasser immer kräftig spritzt. Und hier kommt das schön sanft raus. Und geschaltet wird die Pumpe über den Fußschalter. Und so kann man auch sich die Hände nass machen, einseifen und man stellt ja mal das Wasser aus, um Wasser zu sparen. Und dann geht man mit den dreckigen Seifenhänden immer an den Wasserhahn und versaut sich den. Und hier durch den Fußschalter mache ich da oben nichts mehr schmutzig. Ist also auch von der Handhabung her, finde ich, wesentlich praktischer als die Drehknöpfe, die sonst dabei sind. Von Beruf her bin ich gelernter Elektriker und staatlich geprüfter Elektrotechniker. Aber mich hat das Handwerk kreuz und quer schon immer interessiert. Und deswegen mache ich im Prinzip handwerklich eigentlich alles. Und das, was ich noch nicht gemacht habe, das probiere ich erstmal, bevor ich sage, ich kann es nicht. Deswegen gebe ich mich überall dran und arbeite mich rein. Und das Ergebnis sieht man dann hier. Das sind auch hier einfach nur Douglasienbretter gewesen. Hier habe ich auf beiden Seiten eine Platte eingesetzt in die Schiebefenster mit einem Lüftungsgitter außen. Das hier ist im Prinzip ein PC-Lüfter und das hier ist ein kleines Solarpanel. Das heißt, sobald das Auto in der Sonne steht, habe ich ja eine permanente Innenraumbelüftung. Das heißt, der heizt sich im Sommer nicht so auf und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin auch Raucher. Das heißt, das zieht er auch noch ab. Ja, und das ist das Gegenstück und damit man sich morgens mal die Haare kämmen kann, noch ein Spiegelchen drunter geklebt. So, und dann ist immer die Frage, wo bringt man seine ganzen Klamotten und alles Mögliche unter? Da habe ich einmal hier vorne eine kleine Kiste in dem Originalgestell von dem Sitz drin. Da sind das Zubehör noch für die Markise. Der Gummihammer ist da drin, da ist ein Kamerastativ drin, da ist eine kleine Digitalkamera drin. Hier auf der Seite habe ich auch noch meine Auffahrkeile. Dann habe ich hier meine Euroboxen. Da habe ich 2 komplette, die sind 60x40x22. Da können dann Klamotten drin untergebracht werden oder teilweise auch Verpflegung, je nachdem wie man es haben möchte. Die sind hier und das Untergestell von der Sitzbank ist so gebaut, dass die Euroboxen da drin wie auf Laufschienen laufen und dann vorne nach unten einrasten, sodass die beim Bremsen auch nicht mehr nach vorne können. Sitzt alles ein bisschen spack. Hier sind jetzt gerade noch mal Regenklamotten drin. Und hier hinten habe ich noch eine Kiste für Kleinkram, die dann auch gut untergebracht ist. Ansonsten gibt es für Klamotten hier oben noch ein kleines Hängeschränkchen mit Pushlocks. Das heißt, das ist 40 cm tief. Da bekommt man auch jede Menge an T-Shirts, Unterwäsche und sonstige Sachen rein und hat das komplett weg. So, hier vorne haben wir dann noch die Kompressorkühlbox. Die ist auch fest verschraubt, damit die sich auf holprigen Strecken nicht bewegt. Und darunter ist noch das Schränkchen, also ganz wichtig, was viele vergessen, ein Mülleimer. Und hier unten drunter habe ich meinen Abwasserkanister zu der Spüle. Und das hier ist jetzt meine Trockentrenntoilette. Auch schön griffbereit. Ich finde das Teil richtig praktisch von den Maßen her. Habe es im Urlaub schon getestet, also bin super zufrieden damit. Geruchsbelästigung gab es keine. Also wirklich auch mal 2-3 Tage stehen lassen, um es zu testen. Und ansonsten ist es einfach von der Entsorgung her wesentlich praktischer, weil den
Flüssigkanister, der wird ein bisschen mit Wasser aufgefüllt, dann kann man die Blumen damit gießen und das andere Beutel nehmen, ab in die Restmülltonne und man hat das alles weg und nicht mehr die, wie ich sage, Sauerei mit der Chemie. Deswegen möchte ich sowas nicht mehr haben. So, was jetzt noch? Wenn ich irgendwo ankomme, braucht man ja direkt einen Platz, wo man sein Bier abstellen kann und dafür habe ich mir dieses Tischchen da reingebaut. In Verbindung mit dem USB-Anschluss ist das schön, wenn man draußen sitzt, kann man da auch sein Handy laden, hat alles griffbereit und muss nicht irgendwo durchs Auto krabbeln, um zu sehen, dass man die Sachen geladen bekommt. Und wie gesagt, einfach wegklappen, hier die Türen zu und dann ist alles versorgt. So, um noch gemütlich drin zu sitzen, braucht man natürlich auch einen Tisch, an dem man essen möchte. Der hat extra seinen Platz hier unter der Sitzbank. Hier hinten ist eine Schiene. So, und dann ist der Tisch. Man kann sich auch mal zu zweit gegenüber sitzen, abends. So, und jetzt habt ihr gesehen, dass das hier innen drin alles gemütlich ist, aber wie schläft man jetzt in dem kleinen Bus? Und dafür habe ich hier eine Klappsitzbank drin. Da die Kissen ein bisschen sortieren. Dann kommen, hier werden noch Füße ausgeklappt. Und so ist das Bett gebaut. Im Normalfall habe ich tagsüber die Bettwäsche und alles auf dem hinteren Teil der Sitzbank, wo es nicht stört. Und so muss man abends nur hingehen, gerade das Spannlaken nehmen, hier über die Ecken ziehen und hat im Prinzip das Bett schon gebaut. Hinten ist eine Breite von 1,40 Meter. Hier ist noch eine Breite von ungefähr 1,20 Meter. Und die Länge liegt bei ungefähr 2,05 Meter. Die Sitzbank ist bis auf die Sitzbankbeschläge, wo man hier einen Teil von sieht, das gehört original zum VW-Bus oder ist ein Beschlag wie im VW-Bus und das Untergestell ist komplett Eigenbau geschweißt. Und der Aufbau der Liegeflächen, da müssten wir dann vielleicht mal kurz nach hinten gehen, da sieht man es besser. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Polster hochnehme, das war ursprünglich ein ganz normaler Lattenrost, den ich auf einer Tischkreissäge schmaler gesägt habe, dass der hier in diese U-Profile reinpasste und das sind die Latten von dem Lattenrost. So habe ich zum einen eine geringe Aufbauhöhe, zum anderen sind die Matratzen unten drunter immer belüftet und es besteht kein Risiko, dass da irgendwas schimmelt. So, und dann hat die Sitzbank noch eine Option. Wenn ich nämlich hingehe und die einfach so mache, dann kann man auch von hinten reinklettern. Wenn irgendwo mal schöne Aussicht ist und kann das als Chill Area nutzen. Hier ist, gut, das ist nur irgendwelcher Kleinkram, ein Lämmchen für abends auf den Tisch zu stellen. Ansonsten geht es da mehr um den Stauraum unten drunter. Hier ist mein Campingtisch drin, der geht genau bis vorne. Das sind zwei Frontrunner Expander Chair, die halt ein sehr geringes Packmaß haben und trotzdem bequem sind. Und dahinter das Blaue, das ist dann noch mein großer Ratschenkasten. Das ist darunter versteckt. Mir war es bei dem, oder ist es bei allem wichtig, dass es möglichst klapperfrei ist und auch sicher. Und deswegen gibt es zum Beispiel hier diesen Gurt, der mir verhindert, dass die Sachen irgendwann hochkommen. Den kann man aushängen. Und jetzt sieht man, was ich so im Normalfall alles dabei habe. Viele Leute gehen ja hin und schrauben sich die Sandbleche außen ans Auto, aber da finde ich hier den Bus zu schade für. Dafür ist der zu knuffig. Unter den Sandboards
versteckt sich hier mein 45 Liter Frischwasserkanister. Hier ist ein Gasdurchlauferhitzer drin, kommen wir gleich noch mal kurz zu. Hier habe ich einen 10 Liter Benzinkanister in Reserve, der halt auch perfekt wieder in mein Eurobox-Format reinpasst. Und da in der Kiste ist jetzt der Klappspaten, da sind Softschäkel, ein Standardabschleppseil, zwei 4 Meter lange Bandschlingen, ein 8 Meter kinetisches Bergeseil und noch diverser Kleinkram. Hier habe ich noch einen 2 Tonnen Kettenzug, falls ich mich mal irgendwo festfahren sollte, kann ich mir damit zumindest ein bisschen behelfen. Ist der, für mich der ideale Kompromiss zwischen einer Seilwinde und nichts dabei haben. So, und hier ist noch eine Kiste mit Kleinkram, Werkzeug, Reparaturzeug. Das hier ist das Betriebshandbuch, was man sich runterladen kann. So, bei der Wasserinstallation bin ich dann auch ein bisschen kreativ gewesen. Das heißt, wie eben schon gesagt, da ist der 45 Liter Tank. Die Pumpe pumpt erstmal hier nach hinten. Dann habe ich hier mir eine kleine Wasserstation gebaut. Das heißt, hier oben habe ich einen Anschluss zum Wasserentnehmen. Hier unten habe ich die Befüllung für den Tank. Und da ich mit Niederdruck arbeite, muss ich umschalten, ob ich vorne oder hinten Wasser haben will. Das heißt, dafür ist hier ein 3-Wege-Mischer, über den ich jetzt, wenn der Hebel oben steht, habe ich dann umgestellt auf hier diesen Wasseranschluss. Wenn ich jetzt einfach hingehe, hier die Handbrause einstöpsel, jetzt muss ich natürlich auch noch die Pumpe bedienen können. Dafür habe ich dann hier diesen Steckanschluss. Und wenn ich dann auf den Fußschalter trete, dann kommt da schon das Duschwasser raus. So, jetzt gibt es aber noch eine weitere Option. Zum einen habe ich hier einen Duschkopfhalter, der dann normalerweise an die Seite kommt. Jetzt ist es draußen kalt und ich möchte warm duschen. Dann stöpsel ich den hier ein, hole diese Eurobox raus. Und in dem Moment habe ich hier einen Gasdurchlauferhitzer. So, damit das von den Anschlüssen alles recht einfach ist, ist das auch mit Gardena-Anschlüssen gemacht. Das heißt, der kommt hier hin. Die Dusche kommt hier hin. Da unten ist der Schalter. Das Gas haben wir jetzt keins angeschlossen. Ich glaube, das können wir uns heute sparen. Aber hier sieht man schon, wenn ich jetzt mal unten auf den Fußschalter trete, dann schaltet der Durchlaufhitzer ein. Aktuell 23 Grad Wassertemperatur. Schwupps, schaltet der wieder aus. Der braucht keine extra Stromversorgung, der geht einfach über 2 Monozellen. So, also nochmal, jetzt hat man hier ein kleines Klicken gehört. Unten wird die Temperatur angezeigt. Und wenn man die Gasflasche anschließt, wird das Wasser auch schön warm. Und es kommt auch ein vernünftiger Brausestrahl aus dem Ganzen raus. Der ist wie vieles bei mir auch vom Obelink. Das waren zu dem Zeitpunkt die, die am günstigsten liefern konnten. Und hat grob über den Daumen 130 Euro gekostet. So, jetzt, wenn man natürlich duschen geht, verbraucht man eine Menge Wasser. Das muss man ab und zu auch wieder auffüllen. Dafür habe ich ja hier unten zum Befüllen den Gardena-Anschluss. Da kann ich mit dem Gartenschlauch dran gehen. Da habe ich auch so einen elastischen immer mit dabei. Und sollte der mal zu kurz sein, habe ich immer noch die Option, ne, hier über die 12-Volt-Steckdose mit dem Pümpchen. Hier ist der Schalter. Das heißt, kann ich auch ohne Probleme mal aus dem Eimerchen oder sowas meinen Tank nachfüllen. Muss also nicht oben irgendwo aufschrauben und dann mit Wasser rummatschen im Auto. Zum Verdunkeln sind hier rundherum Vorhänge. Das ist ein
Vorhangschienensystem aus dem Baumarkt mit dem Biber. Und hier unten in die Vorhänge eingenäht sind Magnete. Das habe ich hier hinten für die Hecktüren. Ich habe das für beide Seiten bis hinter die Fahrersitze. Und für vorne Richtung Führerhaus habe ich dann mal was Professionelles gekauft. Das ist komplett mit Schienen. Und dann kann ich hier so von beiden Seiten zumachen und damit bekommt man es ja, schon ziemlich dunkel hier drin. So. Jetzt hatten wir die Liegeecke und jetzt bauen wir das wieder rum als Sitzecke. Das ist alles nur mit wenigen Handgriffen zu machen und das war mir halt auch sehr wichtig. So, jetzt sind wir im Prinzip wieder beim Normalzustand, wo wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben, die Elektrik. Was hier drin verbaut ist, mal abgesehen von so USB-Steckdosen, was man sich überall reinpackt. Das Essentielle. Einmal hier hinter dem Fahrersitz sind zwei selber zusammengelötete, ich habe es aber so gekauft, 42 Amperestunden Lithiumphosphat 4 Batterien. Das heißt, ich habe hier voll nutzbare 84 Amperestunden an Bordbatterie drin, die entweder über Solar geladen werden oder halt über einen richtigen Ladebooster. Der Ladebooster, der hier verbaut ist, hat auch noch den Vorteil, sollte mal die Starterbatterie in die Knie gehen und die Bordbatterie ist noch kräftig genug, dann wird auch die Bordbatterie, die Starterbatterie aus der Bordbatterie geladen. Mittelfristig ist geplant, hier für den Bus dann auch eine Wohnmobilzulassung zu beantragen und zu den Regularien, um die zu bekommen, muss eine Kochstelle drin sein. Viele Leute gehen hin, bauen sich irgendwo einen Elektrokocher hin, den man dann nicht nutzt. Das heißt, man fährt irgendwelchen Krempel spazieren, das macht ja keinen Sinn. Und ich habe mich halt jetzt hier in dem Fall für den kleinen Gaskartuschenkocher entschieden, der aber eine Flammenüberwachung drin haben muss. Das heißt, sollte mal ein Windstoß kommen und die Flamme auspusten, dann regelt der automatisch das Gas zu, damit hier innen drin sich das Propangas nicht verteilen kann. Und diese Kocher müssen fest verschraubt sein, was natürlich auch den Vorteil hat, dass sie nicht klappern. Aber es muss auch sichergestellt sein, dass man im eingebauten Zustand die Kartusche tauschen kann. So, das sind meine perfekt hier reinpassenden Kaffee- und Zuckerdosen, die ich dann jeden Morgen im Gebrauch habe. Also Kaffee kochen geht hier drin. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt Fleisch braten oder ähnliche Sachen machen. Das kann man dann draußen machen. Um draußen zu grillen, habe ich hier in der Ecke ein Kadax Safari Chef 2. Für den habe ich dann hier noch eine nachfüllbare 3 Kilo Gasflasche. So, wie kommt man an den Motor? Hier vorne ist ein Spannverschluss. Die Abdeckung kann man komplett rausnehmen. Jetzt sieht man schon, hier ist ordentlich Alubutyl verarbeitet worden, aber das ist Serie. Und dann geht der Deckel. So, das hier ist der Motor. Wenn man Öl kontrollieren will, hier hinten ist der Peilstab. Das hier ist der Behälter für die Servoflüssigkeit. Der Kühlwasserbehälter ist hier unten. Um da Kühlwasser nachzufüllen, macht man hinten mit einer Flügelschraube den Fahrersitz los. Hier vorne ist der nur eingehängt. Dann hat man den in der Hand. Und dann ist hier unter dem Teppich ist, ein großer Gummistopfen, den man rausnehmen kann. Dann kommt man da ziemlich gut dran. Der Motor hat eine Doppelzündspulenanlage. Eine Bosch Benzineinspritzung ist Euro 6 Detemp, hat einen großen Wasserkühler, der gut funktioniert und hier vor, das ist ein Ölkühler, der ist auch schon serienmäßig verbaut. Hier mit Viskolüfter,
Das heißt, das ist dann auch relevant, wenn man irgendwann mal ins Wasser fährt, wenn man da nicht gerade wie ein Wahnsinniger reinfliegt, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Oder wie bei alten Autos, die einen direkt angetriebenen Lüfter haben, dass man dann erst einen Keilriemen ausbauen muss. So, jetzt sieht man auch schon, der Motor läuft schön ruhig. Kühlwassertemperatur hat er gerade keine, also ist noch im Kaltlauf. Und selbst wenn man dann mal ein bisschen Gas gibt, und wenn man den Motor so hört, dann kann man sich auch vorstellen, dass der auf langen Strecken innen drin schön leise ist, weil jetzt auch hier der Deckel ordentlich gedämmt ist. Bei einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h dreht der Motor ca. 2.500. Der geht auch schon bei 4.500 in den roten Bereich. Das ist klar bei dem Hubraum und als Langhuber ausgelegt werden, sonst die Kolbengeschwindigkeiten zu hoch. Deswegen macht das schon Sinn, dass der so früh aufhört. Ist dafür auf Drehmoment ausgelegt, kommt schön aus dem Keller raus und den kann man mit ganz niedrigen Drehzahlen gefühlvoll im Gelände fahren. Also wirklich perfekt. Hitzeentwicklung hält sich eigentlich auch in Grenzen. Das Ding ist nicht hundertprozentig dicht. Er bläst hier und da mal ein bisschen was raus. Aber wenn die Seitenscheiben zu sind und vorne die Lüfterklappe für die Heizung offen ist, dann ist hier innen drin der Überdruck so groß, dass der nicht mehr in den Innenraum pustet. Insgesamt Wärmeentwicklung im Sommer, weißes Dach, sehr steil stehende Scheiben, weißes Armaturenbrett. Also im Vergleich zu meinem alten Auto, denke ich mal, wenn er in der Sonne gestanden hat, sind das locker mal 20 Grad Unterschied, die der hier drin hat. Und lässt sich dann, wenn man losfährt, super belüften. Das ist meine Sitzposition. Ich bin 1,90 Meter. Ich gib's zu, ich schaue gerade hier unter der Fensterdichtung durch. Deswegen sind die Sonnenblenden für mich nur drin, weil der TÜV sie verlangt. Ansonsten, er hat eine Servolenkung. Er hat ABS, weil das sind zulassungspflichtige Sachen. Die braucht er. Das Gaspedal ist stehend. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist für Kupplung und Bremse muss man die Füße vom Boden hochnehmen. Ansonsten, hier haben wir eine ganz normale 5-Gang-H-Schaltung, wie man das gewöhnt ist. Am Anfang muss man wissen, das Auto wird noch richtig mit Einlaufölen ausgeliefert. Das heißt, solange die drin sind, kriegt man keinen Gang vernünftig rein. Nur wenn sie, je nachdem, wie sie lustig sind und ist alles bockschwer und funktioniert nicht richtig. Nach dem ersten Ölwechsel, wenn dann vernünftige Getriebeöle drin sind, lässt er sich wunderbar schalten. Also gut, er hat hier ein bisschen Spiel, die Schaltwege sind lang. Wenn man dem Getriebe ein bisschen Zeit lässt, dann gehen die Gänge mit zwei Fingern rein. Ist also überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier die zwei Zusatzhebel. Der obere ist für den Allrad. Gucken, im Stand ist das immer so eine Sache. Na, jetzt will er nicht. Also den darüber schieben, dann ist der Allrad zugeschaltet. Und wenn ich den dann auf mich zuziehe, komme ich in die Mittelstellung, dann ist das neutral. Und wenn ich den hier stehen habe, dann hat er die Geländereduktion mit drin. Das heißt, wenn man so im Gelände unterwegs ist, wird es im Gelände ein bisschen schwieriger und sind Verschränkungspassagen. Dann habe ich hier links in dem Armaturenbrett einen Schalter, über den kann ich die Differentialsperre einschalten. Wobei man wissen muss, wenn ich den Motor neu starte, ist die Sperre raus. Und bei Geschwindigkeiten über 20 km/h schaltet die sich auch automatisch aus. Einfach schon so als kleines Sicherheitsfeature. Hier unter diesem schönen schwarzen Deckel, das ist der Flüssigkeitsbehälter für die hydraulische Kupplung. Das heißt, kann man auch während der Fahrt mal kurz nachgucken, ob da noch genug drin ist. Hier hinter ist der Warnblinkschalter, Autoradio, das hier ist die Sitzheizung. Hier drüber schalte ich den Scheinwerfer an, die Scheinwerfer an. Hier habe ich den Umschalter für linker Tank, rechter Tank. Das heißt, das Fahrzeug hat zwei Tanks, auf der rechten Seite 25 Liter, auf der linken Seite 50 Liter. Wobei der Motor entnimmt den Sprit aus dem linken Tank
Und während der Fahrt wird der Sprit aus dem rechten Tank automatisch rüber in den linken Tank gepumpt. Das ist die Nebelschlussleuchte und das hier ist der Gebläseschalter für vorne. Wird immer gerne gesagt, hat zwei Stufen, in laut und in ganz laut. Wobei ich sagen muss, ich nutze das Gebläse eigentlich gar nicht, weil durch die Lüftungsklappe, die vorne im Schnäuzchen drin ist, ist der so gut belüftet, dass ab 30 km/h pustet der hier schon raus wie andere Autos auf Stufe 2. Die Heizung wird hier, das war früher mal der Schokzug, darüber wird jetzt die Heizung an- und ausgestellt. Lässt sich ein bisschen schwer dosieren, aber mit passend Lüften funktioniert das. Genau hier der zweite Gebläseschalter. Das war ursprünglich war hier für den Fahrzeuginnenraum hinten auch nochmal ein Wärmetauscher mit Gebläse. Habe ich aber rausgeschmissen, weil wenn ich hinten mal heizen muss, mache ich das über die Standheizung. Und so bringt mir das hier hinter dem Beifahrersitz nochmal ein bisschen Stauraum. Wobei die Standheizung bei mir nicht nur nach hinten pustet, sondern ich habe hier vorne noch einen Ausströmer, den ich dann im Winter nutzen kann. Wenn ich den aufmache, dann wird vorne schon mal die Windschutzscheibe enteist. So, für das Gebläse eine Verstellung von oben nach unten gibt es nicht. Wie kräftig hier der Wind reinkommt, das regelt man hier unter dem Armaturenbrett über einen Hebel, der ist 1:1 mit der Klappe da vorne draußen verbunden. Man kann ein bisschen was einstellen. Hier am anderen Ende der Schläuche sind kleine Klappen, die kann man einstellen. Aber das ist mehr oder weniger einmal fest eingestellt, weil da kann man schlecht hintergreifen, um das zu ändern. Ja, ansonsten alles etwas rudimentär. Hier ist der Gebläseschlauch, der ist mal wieder lose, muss ich gleich mal gucken. Hier, das ist der Scheibenwaschwasserbehälter, direkt mit Anzeige. Kann man nämlich direkt sehen, wie viel drin ist. Und ja, das war eigentlich so. Ach so, dann sag mal, für die normale Straßennavigation hängt da ein TomTom. Hier habe ich eine Tablet-Halterung. Normalerweise arbeite ich dann mit dem Locus Classics und den Karten von Locus. Hier oben habe ich noch kleine Rückfahrkamera, weil nach hinten ist er dann doch ein bisschen unübersichtlich. Und da habe ich mir aber auch was ganz Kleines besorgt, was möglichst dezent im Heck ist, weil ich das Auto von außen möglichst wenig verändern will. So, jetzt mal als Abschluss. Insgesamt, wie zufrieden bin ich mit dem Auto? Also mal abgesehen von Kleinigkeiten, die auch zu erwarten waren, wenn man sich im Internet ein bisschen umhört, dann weiß man, was für Macken und Mängel man mitkauft, ist für mich aber alles im grünen Bereich. Wenn man das mit anderen Fahrzeugherstellern vergleicht, die haben dann andere Probleme, die stellenweise größer sind. Deswegen bin ich hiermit zufrieden. Es ist eine gute, handelbare Technik. Man kann mit ein bisschen Erfahrung sehr viel selber machen, weil es halt noch relativ rudimentär ist. Und man muss ja auch bedenken, das ist ein Fahrzeug, das wurde ursprünglich entwickelt als russischer Truppentransporter für bis zu 10 Personen. Und sowas muss auch mitten in der Taiga oder so gut zu reparieren sein. Deswegen der Motorraum, auch wenn das jetzt vielleicht auf den Bildern so ausgesehen hat, sieht recht eng aus. Aber wenn man die Sitze raus hat, die zwei Bleche daneben, dann kann man an dem Motor gut arbeiten. Ölwechsel funktioniert wie bei jedem normalen Auto. Man soll natürlich darauf achten, dass man regelmäßig die Ölwechsel macht. Also bei mir sind es dann maximal nach 10.000 Kilometern schmeiße ich das Motoröl raus. Und alle 20.000 wird dann auch noch Getriebe, Verteilergetriebe und die Achsen das Öl getauscht. Was ist kaputt gegangen? Das erste war das in Tschechien nachgerüstete Tagfahrlicht. Das hat mir die Elektrik zerschossen. Kommt wohl häufiger vor, habe ich in der UAZ-WhatsApp-Gruppe auch schon dem einen oder anderen als Tipp mitgeben können. Wenn der auf einmal ankam, mein Tacho funktioniert nicht mehr oder so, dann das erste Tagfahrlicht abklemmen und gucken, ob der Fehler noch da ist. Meistens ist es das Tagfahrlicht. Dann der originale Druckschlauch von der Servolenkung, der ist qualitativ auch minderwertig.
Ich habe den auf Garantie getauscht bekommen, aber auch, muss ich dazu sagen, direkt eine ganz andere Qualität. Also da ist dann der Importeur so schon, dass der dann wenigstens vernünftiges Zeug nachliefert und man nicht wieder den gleichen Krempel einbaut, womit man einige Zeit später das gleiche Problem hat. Ja, ansonsten habe ich nur die Scheibenwaschwasserdüse verloren. Das waren dann so meine drei Probleme, die ich mit dem Auto bisher hatte. Er läuft als Daily Driver, wird zwar gepflegt, aber nicht übermäßig übertrieben. Jetzt aktuell bin ich bei knapp über 19.000 Kilometer. Also kann man schon mal ein Fazit abgeben. Nach den ersten Ölwechseln erkennt man das Auto sowieso nicht mehr wieder, weil dann alles auf einmal viel leichtgängiger, präziser wird, der Motor läuft ruhiger. Deswegen den ersten Motorölwechsel, den sollte man auch schon so nach 2000 Kilometer oder sowas machen, weil es wirklich nur ein reines Einlauföl ist und kein richtiges Schmieröl. Wenn man das länger drin hat, das sieht man dann spätestens beim Ölwechsel an dem Magnet der Ölablassschraube, was dann an Späden drin ist. Das gleiche gilt für das Getriebe. In Russland sind die Fertigungstoleranzen nicht so gut wie hier. Dafür stehe ich auf dem Standpunkt, wenn das einmal sauber eingefahren worden ist, ist das alles exakt aufeinander eingelaufen und dann ist es unter Garantie genauso haltbar wie bei allen anderen Autos. In der WhatsApp-Gruppe ist auch einer, der hat ein Foto von seinem Tacho geschickt, wo er exakt die 100.000 Kilometer geknackt hat in 3 Jahren und davon vieles mit Wohnwagen hinten dran und das ohne nennenswerte Probleme. Deswegen bei anständiger Wartung mache ich mir um das Auto überhaupt keine Sorgen und es soll eigentlich auch mein letztes bleiben. Rost ist bei dem Auto grundsätzlich ein Thema. Teilweise rostet der schon, wenn man den kauft, aber da kann man auch direkt gegenarbeiten. Deswegen wird auch von dem Importeur schon eine komplette Mike Sanders Behandlung mit angeboten. Die machen es dann richtig komplett. Das heißt, das Auto wird komplett entkernt, alle Türverkleidungen raus, Boden raus, Dachhimmel raus. Und dann wird der von oben bis unten drunter in alle Ecken mit Mike Sanders bearbeitet. Ich selber habe den ohne die Mike Sanders Behandlung gekauft, habe dafür vor dem ersten Winter den kompletten Unterboden hier in der Karosseriewerkstatt machen lassen. Und alleine am Unterboden sind bei mir 11 Kilo Mike Sanders drunter gekommen. Wenn ich hier irgendeine Verkleidung abschraube, abnehme, ich habe immer jede Menge Hohlraumversiegelung, Fluidfilm und wie das ganze Zeug heißt, zu Hause, dann werden auf jeden Fall alle Ritzen und Ecken werden nachbehandelt. Wenn ich irgendeine Schraube wieder reindrehe, kommt die vorher in den Mike Sanders Topf. Also das ist eigentlich präventiv und von daher mache ich mir wegen Rost auch keine großen Sorgen. Das dürfte kein Thema sein. Und der Rahmen unten ist eh relativ dick. Das sind auch keine Rohre, sondern das sind U-Profile. Das heißt, es kann nicht passieren, dass wenn man zu oft in den Schlamm reinfährt, man sich den Lehm in die Rohre reindrückt und kriegt den nicht mehr raus. Dann steht die Feuchtigkeit da drin. Also wie gesagt, Kleinigkeiten im Auge behalten und dann ist halt mit dem Rost alles auch kein Thema. Dann ist das wunderbar. Spritverbrauch hatten wir vorhin schon mal mit ca. 11 Liter. Auf Langstrecke im Stadtverkehr mag ich es nicht messen, aber da muss ich auch zugeben, mein alter Ford Galaxy, 2 Liter Benziner, der hat sich im Winter dann auch schon mal so seine 12, 13 Liter weggetan. Und da muss man einfach fair bleiben. Hier bewegt man jetzt so mit Einrichtung geschätzt 2,4, 2,5 Tonnen. Und die wollen halt beschleunigt werden und das braucht halt einfach seinen Sprit. Das sind dann auch realistische Werte und nicht, wie das teilweise in den Autoprospekten ist. Wobei, er ist hier angegeben mit 13 Liter. Das ist dann auch der Grund für den CO2-Ausstoß, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber wie gesagt, er ist Euro 6 Temp. Das heißt, er ist schon sehr schadstoffarm. Im Vergleich zu einem Diesel hat er kein Feinstaubproblem. Wobei, was viele Leute nicht bedenken, viele Benzin-Direkteinspritzer sind vom Feinstaub her schon einem guten Diesel sehr ähnlich. Und das hier ist noch ein Saugrohreinspritzer und die sind, was Feinstaub betrifft,
ziemlich clean. Das ist auch immer das, was ich anbringe, wenn irgendeiner mal anfängt wegen dem Umweltgedanken. Ich habe den seit Mai 2020, ist der Erstzulassung. Das heißt, wir sind jetzt im Juli 2022. Ich habe 19.000 Kilometer auf dem Tacho. Die meisten Kilometer davon habe ich bei Urlaubsreisen gemacht. Also ich bin im Stadtverkehr relativ wenig unterwegs. Die WhatsApp-Gruppe von dem Importeur, da sind über 100 Teilnehmer drin. Es gibt eigentlich zwei Stück. Die eine heißt Urads Freunde. Da gibt es dann mal Urlaubsbilder zu sehen oder irgendwelche anderen Geschichten, wenn man was umgebaut hat. Und dann gibt es eine Technikgruppe. Und wenn man da eine halbwegs fundierte Frage reinstellt, teilweise innerhalb von einer Viertelstunde hat man eine echt kompetente Antwort. Und da sind einige Leute dabei. Ich mag jetzt hier mal einfach den Namen Valerie in den Raum stellen. Der sich dann auch die Mühe macht und schon halbe Tutorials da reinschreibt, die ich mir zum Teil aus WhatsApp schon rausgezogen habe, auf Papier gedruckt, und die sind auch hinten in meinem Aktenordner. Also jetzt beispielsweise, wie wechsle ich vorne die Achsschenkelbolzen an der Vorderachse aus mit Anzugsmomenten und was brauche ich an Werkzeug? Brauche ich Spezialwerkzeug? Kann ich mir irgendwas anderes machen? Also da gibt es auch eine sehr gute Unterstützung, und wenn jemand ein Problem hat, sollte er sich da ruhig melden. Es hilft auf jeden Fall weiter. Und es ist halt eine Gruppe, die sich gegenseitig hilft und nicht, wie es in vielen anderen Foren ist. Jemand stellt eine Frage, dann kommen noch zwei Fragen zum Thema und danach ist man dann irgendwie bei der Fußball-Bundesliga oder sonst irgendwas. Deswegen von normalen Foren bin ich eigentlich weg, aber in den WhatsApp-Gruppen werde ich auf jeden Fall drin bleiben. Willst du das Auto nochmal kaufen? Sofort. Ist überhaupt keine Frage, ich würde das Auto sofort wieder kaufen, weil für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut stimmt. Und ich habe damals schon beim Kauf zu dem Händler gesagt, der hat alles das nicht drin, was ich nicht haben will. Und da geht es schon los mit Elektronik. Wenn man sich die hier an den Hecktüren, den Schlossmechanismus anguckt. Ich sage immer so spaßeshalber, wenn da von einer kaputt geht, gehe ich beim Obi in die Gartenabteilung, da findet sich bestimmt irgendwas, was ich da verwenden kann. Also ist halt alles so simpel, oder man kann sich auch Teile nachbauen, wenn man sie nicht kriegt. Andersrum, ich habe bisher alles Mögliche, was ich haben wollte, habe ich gekriegt. Immer zwei Standlichtblinkergläser vorne. Kostet Stück 4,50 Euro. Zwei komplette Rückleuchten, weil die haben sie ab Werk wohl zu fest gedreht. Da waren schon Risse drin. Aber zwei komplette Rückleuchten, das heißt mit Hinterteil, mit Glas, mit allem drum und dran, haben inklusive Versand 45 Euro gekostet. Das heißt also auch Ersatzteilversorgung, kein Thema. Die Standardgeschichten wie Keilriemen, Luftfilter, Ölfilter, gibt es alles auf dem deutschen Markt, ist auch überhaupt kein Problem, da dran zu kommen. Der hat klassische Birnen drin, das heißt, wenn ich irgendwo mal in der Pampa bin, eine normale Tankstelle sollte für mich eine passende Birne haben. Die Leuchtmittel lassen sich mit dem Kreuzschlitzschraubendreher auswechseln, das heißt, ich muss auch nicht durch irgendeinen Tunnel, durch den Radkasten greifen, um vorne an eine Blinkerbirne zu kommen. Das sind alles so Sachen für mich, die sich früher bewährt haben und irgendwann abgeschafft wurden. Und das kann ich halt so nicht nachvollziehen, ist vieles dem Design geschuldet, aber hier ist halt nicht alles perfekt. Aber ich habe auch gesagt, das, was er nicht hat, was ich haben will, das kann ich mir ja einbauen. Und so ist das halt mit der Standheizung und hier die komplette Campingeinrichtung. Und dadurch, dass die auch richtig schön hier in Vierkantrohr geschweißt ist, also ich kann ohne Probleme mit 70 über eine Schotterpiste fahren. Und es klappert nichts in dem Auto. Gestern habe ich noch einen Bericht gesehen über den Bau von Luxuswohnmobilen. Also Entschuldigung, wenn ich die Seitenwände mit Spaxen an der Bodenplatte festschraube, ist das für mich nichts Vernünftiges. Wo geht's als nächstes hin? Geplant ist jetzt eigentlich im September die Provence. Zum Gleitschirmfliegen, und wenn ich dann die Zeit dazu noch habe, das heißt, die Zeit werde ich mir auch nehmen, dann geht es auf einige der alten Militärstraßen. In den Alpen? In den Westalpen, ja.
Ja, dann vielen, vielen Dank und viel Spaß mit deinem Urarzt noch. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Es war informativ. Und vielleicht habe ich ja den ein oder anderen Unschlüssigen umstimmen können oder anderen Leuten, die gerade auch beim Ausbau von ihrem Bus sind, ein paar gute Ideen rüberbringen können. Okay, ciao. Tschö.